Hohe Inflation, neue Unsicherheiten für die Konjunktur. Ja, die Mischung könnte nicht ungünstiger sein für die Europäische Zentralbank. Eigentlich schien die EZB ja bereit, bei ihrer heutigen Sitzung den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der vergangenen Jahre einzuläuten. Erholt sich die Wirtschaft doch gerade soeben von der Corona-Pandemie. Doch nun birgt der Krieg in der Ukraine neue Risiken. Das könnte die Zinsentscheidung der EZB maßgeblich beeinflussen. Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt am Main. Diese hohe Inflation, die spüren die Leute ja auch längst in ihrem Portemonnaie. Heißt das nicht, dass die EZB jetzt eigentlich dringend handeln muss? Eigentlich heißt es das, und wie Sie schon angedeutet haben, eigentlich war man sich ja im EZB-Rat auch weitgehend einig, dass man handeln wird heute. Denn es ist ja so, dass die Inflation in den letzten Monaten weiter drastisch angestiegen ist. Sie liegt im Moment bei 5,8% in der Eurozone. Das ist ein absoluter Rekord seit der Einführung des Euro. Und damit ist diese Inflationsrate etwa dreimal so hoch wie eigentlich der angepeilte Wert von 2%, den die Europäische Zentralbank anstrebt. Man kann das sehr deutlich an der Tankstelle spüren. Man merkt es im Supermarkt, bei den Nahrungsmitteln, überall, insbesondere bei Energie, bei Nahrungsmitteln, aber auch bei vielen anderen Produkten ziehen die Preise kräftig an. Die Menschen spüren das im Portemonnaie, und von daher ist die EZB eigentlich als Hüterin der Währung und eben auch der Preisentwicklung, ist sie eigentlich aufgerufen, tatsächlich zu handeln. Auf der anderen Seite, Sie haben es angedeutet, ist es eben so, dass der Ukraine-Krieg, der jetzt seit rund 2 Wochen tobt, natürlich hier auch die Geldpolitik auf den Kopf gestellt hat, und die Europäische Zentralbank steht momentan wirklich vor dem großen Dilemma, was sie tun soll. Auf der einen Seite möchte sie handeln, sie hat sich dazu durchgerungen nach langem Zaudern. Auf der anderen Seite kann sie es aber nicht so richtig, weil eben das auch schwere wirtschaftliche Verwerfungen mit sich bringen würde. Und dieses Dilemma, vor dem steht eben der EZB-Rat, und davor stehen auch die Finanzmärkte und die Beobachter, die mit einer Spannung auf die EZB-Sitzung bzw. auf die Pressekonferenz heute Nachmittag warten, wie es wohl selten in der Geschichte der Europäischen Zentralbank der Fall war. Also das wird eine ganz wichtige Entscheidung, die da heute Nachmittag gefällt wird. Und wohin könnte das führen? Was könnte sich aus dieser Situation noch ergeben? Ja, die große Sorge der Währungshüter ist natürlich, dass im Moment alles nicht so richtig kalkulierbar ist und dass insbesondere die europäische Wirtschaft, die sich nun wirklich sehr mühselig aus der Corona-Krise und im Grunde ja auch davor aus der Finanzkrise so nach und nach wieder rausgehangelt hat, da läuft ja weiterhin nicht alles rund, aber man hat eben keine Kosten und Mühen gescheut, um eine Erholung einzuleiten. Und der Ukraine-Krieg, er ist im Grunde natürlich nun geeignet, diese Erholung wieder zu gefährden, denn die Sanktionen, die teilweise zwar löchrig sind, aber doch insgesamt sehr wirkungsvoll sind, die treffen natürlich nicht nur Russland, sondern sie treffen natürlich in gewisser Weise auch den Westen selber und insbesondere Deutschland, eben durch die hohe Abhängigkeit der Energieeinfuhren aus Russland. Und all das wird eben dazu führen, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere die deutsche erneut einen schweren Schlag bekommt. Und die EZB muss natürlich das auch im Auge haben. Außerdem hat die EZB natürlich auch Sorge, dass bei einer Zinserhöhung in der jetzigen Situation es sicherlich dazu führen wird, dass insbesondere Staaten, die ohnehin schon angeschlagen sind wegen der hohen Verschuldung, also etwa Griechenland oder Italien, sehr schnell erneut in riesige Probleme rutschen könnten, was die Finanzierbarkeit anbelangt. Und aus diesen Staaten kommt im Moment auch eher die Mahnung, doch sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil man eben befürchtet, dass im allerschlimmsten Fall sich eine neue Euro-Krise daraus entwickeln könnte. Also man sieht schon, das Feld hier ist sehr weit und die Sorgen sind sehr groß, und dementsprechend ist die Herausforderung eben sehr, sehr groß an die Währungshüter, hier im Moment nun die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und welche Optionen haben die Währungshüter? Hat die EZB jetzt überhaupt? Also im Grunde muss man sagen, gibt es im Kern eigentlich nur 2 Optionen. Die eine Option wäre die, dass man tatsächlich eine Straffung der Geldpolitik anpeilt, wie das im Grunde jetzt geplant war, aber diese wesentlich weicher und softer sozusagen vor sich nimmt. Das heißt, das Anleihekaufprogramm vielleicht nicht im September, sondern vielleicht etwas später auslaufen lässt, und die Zinswende, von denen jetzt viele ausgegangen waren, dass sie möglicherweise im Dezember kommt, doch nochmal aufs neue Jahr schiebt, aber insgesamt doch diesen Kurs fortsetzt, um damit insgesamt die Inflation, die ja eben weiterhin sehr hoch ist und sehr hoch erwartet wird und sicherlich sogar noch tendenziell steigen könnte, dass man die auf diese Art und Weise in den Griff bekommt. Die zweite Option wäre die, dass man im Moment erst einmal abwartet, gar nichts tut, die Situation noch einmal neu bewertet, schaut, wie sich dieser Ukraine-Krieg weiterentwickelt und welche Spuren dann am Ende tatsächlich auf die Wirtschaft dann herabfallen sozusagen.
Das ist natürlich eine Position, die, wie gesagt, viele südeuropäische Länder im Moment einnehmen. Aber Sie merken schon, der EZB-Rat ist in dieser Frage eben auch sehr uneinig und sehr zerstritten. Vor allem die nordeuropäischen Länder, aber auch Deutschland sagen, dass trotz dieser angespannten Situation man eine Normalisierung der Geldpolitik nicht aus den Augen verlieren sollte. Also dieses Dilemma ist da. Diese beiden Optionen sind da. Welche am Ende genommen wird, das ist im Moment schwer vorauszusagen. Da gehen auch im Moment die Meinungen völlig auseinander. Nun haben wir aber auch eine ganz akute, angespannte Situation im Moment. Aber darüber hinaus, wie könnte die EZB in Zukunft vorgehen? Also die EZB steht hier wirklich vor extrem großen Herausforderungen, sicherlich auch deshalb, weil man ihnen in den letzten Jahren so viel Macht und Bedeutung auch zugeschoben hat, weil die Politik teilweise auch nicht reagieren wollte. Zum anderen hat die EZB allerdings die Situation teilweise auch selber mit heraufbeschworen, weil sie ja in den letzten Monaten, wo sie durchaus Zeit gehabt hätte, hier vielleicht auch gegen die Inflation stärker vorzugehen, wie das insbesondere die angelsächsischen Länder ja auch getan haben bzw. tun. Da hat man immer gezaudert und war sehr vorsichtig und wollte eben dann auch die Zinsen nicht anheben und die Geldpolitik nicht straffen. Das rächt sich zu einem gewissen Teil jetzt, weil damit natürlich auch der Spielraum gar nicht da ist, um jetzt groß zu reagieren auf wirtschaftliche Verwerfungen, die in der Tat anstehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, ein Hin und Her der Zinsen erst wieder rauf und dann wieder runter ist langfristig auch nicht das Wahre. Also Sie merken schon, das ist wirklich eine sehr schwierige Situation für die Währungshüter im Moment. Und wie das langfristig weitergeht, hängt natürlich vor allem davon ab, wie sich eben dieser Ukraine-Krieg weiterentwickelt, wie stark möglicherweise auch die Wirtschaftssanktionen noch verschärft werden, die natürlich dann auch die Bundesrepublik Deutschland und natürlich die Eurozone sehr stark treffen werden. Von daher kann man auch die Position verstehen, dass man vielleicht erst einmal abwarten wird. Also das wären sehr, sehr unruhige und sehr wackelige Monate in nächster Zeit und das wird die EZB vor sehr, sehr großen Herausforderungen stellen und da eine Entscheidung zu treffen, ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Klaus-Rainer Jackisch, Dankeschön nach Frankfurt. Die Sanktionen gegen Russland und ihre Auswirkungen sind heute Vormittag auch großes Thema in unserem Update Wirtschaft aus der Frankfurter Börse gewesen. Dann Stefan Wolf das Thema mit unserem Kollegen Nicolas Liefen aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion analysiert. Es gibt schon erste Berichte, die darüber spekulieren, Russland könnte über kurz oder lang wegen dieser Sanktionen in die Staatspleite schlittern. Wie groß diese Gefahr ist und was für Folgen das hat, das möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Nicolas Liefen besprechen aus der Wirtschaftsredaktion von NDR Info in Hamburg. Herr Liefen, wie dramatisch ist es denn um Russlands Finanzen bestellt? Mal schauen sich die großen Ratingagenturen an. Alle haben Russland mehrfach schon herabgestuft. Gestern war es Fitch, Ramsch-Status, das heißt, da drohen Zahlungsausfälle unmittelbar. Man muss dazu einfach wissen, dass Russland Schulden hat bei ausländischen Gläubigern im Volumen von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Und dann kommen noch die Unternehmen dazu mit ungefähr 500 Milliarden Dollar. Und jetzt wird es spannend in der kommenden Woche. Da stehen die ersten Zinszahlungen wieder an oder die nächsten, dann im April weitere. Und da geht man eben schon davon aus, dass möglicherweise diese Zinszahlungen schon nicht mehr geleistet werden können. Liegt unter anderem daran, dass die russische Notenbank einfach nicht mehr auf die Devisenreserven zurückgreifen kann. Und Moskau hat ja auch angekündigt, wenn wir zahlen, dann nur in Rubel. Und da ist auch noch ganz fraglich, ob das wirklich funktioniert. Was bedeutet das dann für die Gläubiger? Also wir haben gestern gesehen, dass die inländischen Gläubiger also mit Rubel noch bezahlt wurden. Bei den ausländischen ist es nicht so. Und bei denen heißt das entweder Totalausfall oder Verzögerung. Man weiß es nicht ganz genau. Die russische Notenbank hat gesagt, eigentlich nur Verzögerung. Auch eine russische Nachrichtenagentur hat von 6 Monaten gesprochen. Aber wie gesagt, man kann das nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall haben sich dann doch die europäischen Banken zum Teil genötigt gefühlt, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, das Risiko ist überschaubar. Unter anderem die Deutsche Bank war dabei. Credit Suisse heute Morgen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze nicht transparent ist. Sie wissen letztendlich gar nicht, welche Gläubiger genau dahinter stecken. Aber ich glaube, was man sagen kann, ein zweites Lehman Brothers, eine zweite Lehman Pleite bekommen wir auf jeden Fall nicht. Aber natürlich ist das alles kein gutes Signal für die Finanzmärkte.